Der Playoff-Finalspiel 2019 gegen den SC Bern. Guten Abend miteinander, willkommen zum Backcheck mit dem Simon Schenk, mit dem Sven Helfenstein und mit dem Gerd Sennhäuser. Guten Abend miteinander. Beim EV Zug ist es brutal, vor allem, du hast vorhin mal Tschüss angeschaut, wenn man auf das Schussverhältnis nach diesen 60 Minuten schaut. Ja, Zug hat 37-19 Schüsse. Also eigentlich doppelt so viele Schüsse, kann man sagen, oder? Und ja, das Resultat ist leider nachher für aus Zuger Sicht nicht wirklich doppelt so hoch. Ja, ich glaube, die Schusseffizienz spricht ganz klar für Bären. Ich glaube, das zeichnet auch der SC bei uns. Das ist genau die Cleverness, die scheint. Obwohl das Zug eigentlich phasenweise Druck gemacht hat, aber sie werden nicht nervös, sie spielen ihr Spiel weiter, sie spielen sehr einfach, was in den Playoffs einfach gefragt ist. Es gibt kein Spektakel. Es gibt ab und zu mal ein schönes Goal von einem Spieler. Sie haben natürlich die Chance, einen Viertlinien-Center zu haben mit dem Gaetan Haas, der zu den besten Zentren überhaupt von der Schweiz zählt. Also die Ausgeglichenheit von der Mannschaft macht wieder den Unterschied aus im Moment. Simon, bist du gut? Wie tönt deine Einschätzung? Ja, bei diesem Schussverhältnis muss man natürlich Goalie noch einfach wieder ins Rampenlicht stellen. Ich will nicht den Tobias Stefan schlecht machen, aber den Cenoni auf den Sockkuchen haben. Weil er hat einfach alles. Er hat auch die nicht sieht. Und das macht wahrscheinlich einfach so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Und für mich ist die Effizienz von Bern plus der Goalie plus der Haas plus ein seltsamer Schiedsrichterentscheid, ein bisschen maßgebend. So, und das wäre alles zusammengefasst, was in den 60 Minuten so passiert ist und wo wir uns jetzt miteinander anschauen und diskutieren. Angefangen mit einem Goal von dem Mann, den der Gerd schon angesprochen hat, der Gaetan Haas. Eigentlich ist es unfassbar, dass er Center ist von einer vierten Linie. Ja, aber ich glaube, es ist clever. Durch das, dass er gefehlt hat, hier sieht man einen super Schuss von ihm. Eigentlich das Boxplay nicht so gut gespielt vom Zug. Das hätte der Gaetan Haas gut ausnutzen können. Aber es ist sicher ein sehr guter, ein cleverer Schachzug vom Jalonen, dass er da die drei Ausländer miteinander spielen lässt. Die bringen sehr viel Power. Die sind eigentlich so ein bisschen im Schatten von Marco Bella-Linie. Mhm. Aber die enorm viel Energie wegnehmen unter anderem. Und ich glaube, der Gaetan Haas, der einer der besten Zentren in der Schweiz ist, in der vierten Linie kann spielen. Die Ausgeglichenheit zählt natürlich. Die vierte Linie kommt zu mehr Eiszeit. Es gibt ein bisschen mehr Verschnüffpause für Marco Bella, der so viel Eiszeit hat mit dem Moser und mit dem mit dem Rüfenacht. Mhm. Darum, ich glaube, das ist sicher einer von diesen Punkten, warum das SCB jetzt wieder Aufwind hat. Und er hat im Powerplay getroffen in der 25. Minute auch noch nach einem leichten Abfälscher vom Dominik Schlumpf, vom Verteidiger vom EV Zug, mit seinem Beinschoner. Nachher kommt der Moment, wo eigentlich der EV Zug auf 1:1 stellt, aber das Goal ist aberkannt worden. Wir gehen nochmal via Skype zu unserem Schiedsrichter-Experten Nadir Mandioni. Nadir, guten Abend. Ein Goal oder eben nicht das Goal, das für sehr viel Aufregung gesorgt hat und wo wir unbedingt nochmal von dir und aus deiner Perspektive hören, warum das da nicht. Voilà. Also man sieht den Entscheid nochmal. Der Schiedsrichter entscheidet kein Goal. Warum? Er hat zwei Regeln, die er zur Hand nimmt. Nämlich die Regel 150, wo es um Behinderung am Goalie geht. Und die Regel 183, vor allem Absatz 2, Schutz vom Goalie. Man sieht den Moment da, den Moment jetzt. Er bleibt stehen, kurz, er dreht sich. Aber da kommt eben das, tut er sich wirklich wegdrehen. Also respektive, ist es eine Absicht da oder nicht? Ist es ein reasonable effort? Ich habe aus dem englischen Regelbuch noch vorher genommen. Das heisst, ist ein reasonable effort da? Sieht man, dass es sich wirklich zusätzlich bemüht, den Zusammenstoß zu verhindern? Und das ist die Frage, die er sich da muss stellen muss. Und er sagt sich nein, der Cenoni dreht sich ab und es gibt einen Kontakt. Und die Chance war da, um zu vermeiden, den Kontakt. Das ist das, was er sich sagt, der Schiedsrichter. Es ist sehr hart, aber vertretbar gemäß Regelbuch. Danke vielmals an Nadir Mandioni für die Einschätzung. Also wir sind uns einig, eine Goalie-Behinderung, das ist, wenn der Goalie seine Position in seinem Torraum nicht einnehmen kann, wenn er das eigentlich gerne würde wählen, in dieser Situation aus Sicht von Leonardo Cenoni völlig einverstanden. Und jetzt kommt das, was Nadir vorher auch gesagt hat, und das ist ein Absatz, den wir uns unbedingt noch mal vor Augen führen müssen. Wurde ein angreifender Feldspieler von einem Gegner derart gestoßen, geschubst, gedrängt oder gefault, dass er in Kontakt mit dem Torhüter kommt, das sind wir uns einig, dass er eben, dass Dennis Everberg in den Goalraum
hineingestoßen worden ist. Wird ein solcher Kontakt nicht als ein von ihm herbeigeführter Kontakt gewertet? Mhm, okay. Aber jetzt Achtung, Simon, vorausgesetzt, der angreifende Feldspieler hat sich sichtlich bemüht, eben reasonable effort gemacht, diesen Kontakt zu vermeiden. Und du bist der Meinung, jawohl, das hat er. Trotz das hat allem. Er probiert rauszugehen und der Cennoni macht eine Bewegung gegen ihn und berührt ihn vielleicht ein bisschen. Ich lasse mich nicht vom Schiri und nicht vom Schiedsrichter auf dem Eis und von einem englischen Regelbuch von meiner Meinung abhalten. Für mich ist das ein ganz, ganz grober Fehlentscheid in einem spielentscheidenden Moment. Wir bleiben dabei. Also ich muss sagen, der Cennoni ist natürlich sehr clever. Er lässt noch den Stock lackieren, für wirklich ein Zeichen zu setzen, zum Schiri zu sagen, du, ich bin wirklich behindert worden. Obwohl das, wie der Simon gesagt hat, er sucht den Kontakt, er geht mit der Schulter. Er will natürlich auch über. Ich sage, ja. Cennoni kann man keinen Vorwurf machen. Aber ich glaube, er meint, für den Cennoni hätte es da auch noch einen Oscar gegeben. Ja, nein, ich glaube, oder du meinst, dass er hinter am Ebenberg mehr durch wäre als direkt auf ihn zu. Aber also, das finde ich jetzt am Goalie gegenüber, der versucht, sich über zu verschieben, in diesen Millisekunden auch sehr unfair. Nein, aber ich glaube, er spielt es richtig. Aber wie gesagt, für mich ist ganz klar keine Behinderung. Der Everberg probiert nicht im Tor im Staat zu bleiben. Mhm. Er macht einfach eine Bewegung und muss so schnell wie möglich aus dem Tor raus. Ich finde, er macht das sogar. Also, der Spieler, der nachher nicht gerade rausfährt, sondern noch links rausgeht, oder wie der Damian Brunner, der ein Goal geschossen hat, über das Goal rausgeht, dass er nicht berührt, den gibt es nicht. Also, den gibt es definitiv nicht. Oder? Also eigentlich muss das Goal muss zählen. Was, Simon, und es geht mir nicht darum, dass du deine Meinung nicht darfst haben, gell? Bist du gut? Ich kann dich auch sehr wohl verstehen, wenn du sagst, für dich ist das ein gutes Goal. Was mir halt bleibt, man sieht den Schiedsrichter sehr energisch. Kein Goal auf dem Eis. Das heisst, wenn er den Video anschaut, muss er zu 1 Million%, wie das Sven Helfenstein würde sagen, überzeugt sein, dass der Effort da ist. Jetzt ist es doch einfach kein schwierig zu sagen, hat er sich wirklich sichtlich bemüht oder nicht. Aber was, wenn der Schiedsrichter vorher Thomas auf die Augen hat. Ich kann jetzt das Video schauen und sehe doch das, was wir auch sehen. Und in jeder anderen Liga behaupten in Europa, wird es Goal geben. Fertig. Völlig einverstanden. 100%iges Goal, Playoff-Final, Schweizer Hockey, was einen Schritt vorwärts machen, müssen wir das lassen. Ihr merkt, für wie viel Aufregung das schon nur im Studio sorgt. Im Stadion ist es nochmal auf ein absolut anderes Niveau getrieben worden. Das hören wir jetzt von Steffi Buchli. Zuckerfans, die feiern ihre Mannschaft. Sie haben sich heute auch grässlich müssen ärgern, nämlich über das aberkannte Goal von Garrett Rowe. Es ist offenbar so weit gegangen, haben unsere Romandie-Kommentatoren mir berichtet, dass der Brent Driver, der Referee-in-Chief von Swiss Ice Hockey, offenbar auf der Tribüne angegriffen worden ist. Man hat ihn abgequatscht, ein Fan, der so wütig war, hat ihn attackiert. Sehr unschöne Szene, die aber auch zeigt, was die Entscheidung für wie viel das die Entscheidung zu reden gegeben hat. Wir haben dann natürlich probiert, ob entweder der Brent Driver oder einer von den Schiedsrichtern, der Micha Hebiser zum Beispiel, der heute im Einsatz war, noch kurz zu uns kommt für ein kleines Interview, um die Situation vielleicht nochmal erklären. Leider geht das nicht. Man zieht bis Swiss Ice Hockey die Schiene durch, wo man angefangen hat. So hat man es uns begründet. Wir werden keine Interviews geben zu Schiedsrichterentscheiden. Ich persönlich verstehe das nicht ganz. Ich finde immer, wenn Schiedsrichter redet und für ihre Entscheidungen macht sie das nahbarer. Swiss Ice Hockey sieht das anders und sagt lieber nein. Danke vielmals. Damit bleibt der Raum offen für euch, um noch weiter über die Geschichte zu reden. Ich gebe der Steffi absolut recht. Wir hätten natürlich noch so gerne ein Statement gehabt, ein offizielles vor der Kamera. Wir haben auf schriftlichem Weg die ein oder andere Einschätzung gehört. Das wollen wir also schon auch noch dazu anfügen. Und was ich auch will sagen, also wenn es so weit geht, dass der Referee-in-Chief nicht mehr kann an einen Match gehen vor Ort, ohne dass er muss befürchten, dass er noch abgewatscht wird, also dann sind wir an einem ganz schlechten Punkt. Ob es Emotionen drin sind, ob wir im Finale sind oder wo auch immer. Da bin ich gleicher Meinung. Ich kann damit leben, dass jetzt niemand Stellung nehmen will. Aber es liegt an uns, hier klar Stellung zu beziehen. Und von dem lasse ich mich nicht vom Brenntreiber, nicht vom Schiedsrichter auf dem Eis, nicht Simon, vom Hey Schiri abbringen. Das ist alles gut. Ich kann jetzt aber, Meinung vertreten. Ja, nein, aber jetzt haben wir doch
eine klare Meinung vertreten und dem Schiedsrichterchef eine Ohrfeige verteilen im Stadion. Das sind zwei verurteilen ja, absolut. Weil der Schiedsrichterchef, aber der wird ja sicher die Schiedsrichter schützen. Genau wie Heischiwi, der tut ja die Schiedsrichter schützen. Das ist eine Gruppe, die zusammengehört und die sind nicht so schnell bereit, für Kritik einzustecken. Moment, nein. Der Zeit und der Schreiber anrühren. Ich sage nochmal, Kritik ist doch das eine. Aber nachher auf einen Schiedsrichter im Stadion losgehen, das ist noch mal ganz etwas anderes. Das sage ich ja selber auch. Aber trotzdem, alle die schützen doch die Schiedsrichter schützen bis zum geht nicht mehr. Aber dass die tätlich angegriffen wird, ich tue ja keinem einen zinkieren. Früher hätte ich das manchmal noch, aber jetzt nicht. Aber ich glaube, was Steffi angesprochen hat, die Kommunikation, das wäre sicher ein wichtiger Teil. Ich glaube, was wir in der Schweiz haben, ich glaube nicht, dass das überall so ist. Wenn der Schiedsrichter vor dem Match auf die Tisch kommt, wird schon gepfiffen. Also die Kultur sollte eigentlich verschwinden langsam. Der Schiedsrichter ist ein wichtiger Teil von unserem Sport. Ohne den können wir den Sport nicht ausüben. Die machen Fehler wie alle anderen auch. Und wenn man mit einer Kommunikation, vielleicht auch mit ein bisschen Offenheit, würde ich arbeiten, ab und zu einen Fehler zugeben. Aber jetzt auch also für die Anklagten jetzt hier auch, oder? Also wir haben in dieser Saison schon öfter mal die Schiedsrichter gehabt, die auch angestanden sind und auch zum Teil zu Fehlern gestanden sind. Dass man jetzt in den Playoffs sagt, man sagt im Moment nichts zu den Entscheid. Das ist wie wenn man bei den Goalies einfach auch akzeptiert, dass die grundsätzlich nicht zu Interviews kommen. Ja, ich glaube, Schiedsrichter zu sein ist nicht der einfachste Job, gerade in diesen Situationen. Oder? Und gerade in diesem Spiel, ich meine, es ist 1-0, wenn es das Goal gibt, dann kann es ein ganz anderes Spiel gehen. Und er hat dann nachher nochmal so eine Szene, wo er muss zum Häuschen gehen. Und ich glaube, dort, der Puls war wahrscheinlich auf 200, wo er nur schon das Häuschen angeschaut hat. Also ich glaube, grundsätzlich, die schiedsrichter Leistungen sind ja sehr gut, muss man sagen, oder? Vielleicht muss man einfach so weit gehen, was man irgendwie sagt, in so wichtigen Situationen ist wie ein Gremium im Hintergrund, wo dann quasi sagt, los zu, wir nehmen den Entscheid ab, wir sehen alle Bilder und du bist eigentlich quasi dann der noch aufs Eis gehen zeigen. Dein Wunsch in Gottes Ohr, definitiv. Simon, abschliessend, dann gehen wir weiter. Zu Zeiten von Beat Kaufmann ist sowieso Kommunikation mit den Schiedsrichter das ganze Jahr praktisch verboten gewesen. Wir hatten Richtlinien gehabt, 20 Minuten vorher, 20 Minuten nachher darf man nicht mit den Schiedsrichter reden. Das habe ich erlebt als Sportchef und unsere Trainer das erlebt. Das ist unter Andreas Fischer besser geworden. Und man hat Kommunikation gesucht. Jetzt ist man vielleicht in den Playoffs wieder ein bisschen zurückhaltender dort. Also ich bin auch der Meinung, dass eine Kommunikation gut täte. Aber das ist heute ganz eine heisse Sache, dass man jetzt ein Schiedsrichter kommt und im Prinzip unsere Meinung, die wir hier vertreten, plötzlich vertreten. Dream weiter. Also gut. Dream weiter oder gehen wir weiter mit dem zweiten Goal vom Abend vom SC Bern. Das ist die 37. Minute und es ist nochmal der Gaëtan Haas, der getroffen hat. Er, der also in der 25. und nachher 12 Minuten später für Bern auf Sieg stellt. Ja, schön, wie da der Alain Berger ums Goal zieht, der Chiben aufs Goal bringt. Der Biber macht das Toabo vor dem Goal. Und nachher der Haas mit dem goldenen Händchen, oder? Aber es zeigt der Haas, der Fuchs spielt. Genau, der Haas, der Fuchs spielt. Aber das zeigt euch einmal mehr, oder? Wie ich finde, für das zahlst du 5 Stunden. Ja, kostet eigentlich fast 10 Euro aus dem Säulipolio, aus dem Floskelschwein. Das muss auch mal noch schnell gefüttert sein. Ja, aber es zeigt euch einmal mehr, oder? Wie enorm wichtig, was eben einzelne Spieler für eine Mannschaft können sein. Oder man hat immer das Gefühl, ja, es könnte ein anderer reinkommen und den Job machen. Das geht einfach nicht, oder? Und wenn je nachdem in einer Serie ein wichtiger Spieler weg ist, Das kann absolut serieentscheidend sein, oder? Und da ist er wieder und hat doppelt getroffen. 2-0 die Führung im Hinblick auf das dritte Drittel, wo Zug kann verkürzen kann mit dem Lino Marcini. Das ist das Powerplay-Goal vom EV Zug. Das ist die 45. Minute. Und da kommt natürlich in der ausverkauften Bossa Arena noch mal enorm viel Hoffnung auf im Hinblick auf die gut letzte Viertelstunde. Ja, super Pass von Gerrit Rowe. Best Powerplay-Spieler der Schweiz. Zum Lino Marcini, der wahrscheinlich den besten Direktschuss hat. Also, ja, und wenn man so die Passlinie so offen lässt, also aus Berner Sicht, ist die Chance gross, dass es ein Goal gibt. Das Goal von Lino Marcini ist das einzige geblieben vom EV Zug heute am Abend. Es gibt Niederlage, wir wollen den Lino Marcini hören bei der Steffi Buchli. Lino Marcini, es hat nicht sollen sein, woran ist es gelegen heute? Schwierig zu sagen. Ja, wir haben sehr viel richtig gemacht. Wir haben sehr viel investiert und ja, irgendwie Goal nicht gemacht zum richtigen Zeitpunkt. Und dort im zweiten Drittel ein bisschen gewisse Situationen nicht so clever gespielt.
Aber ich denke, wir haben in den letzten Schritten noch mal alles gegeben, um sehr viel Druck erzeugen und das stimmt mich positiv. Wie lange haben wir noch angehängt an dem aberkannten Goal von Rowe? Ja, man sagt nicht so lange, ist klar, aber es hat natürlich vielleicht vieles geändert, aber so Entscheid gibt es. Das muss man hinein und wegstecken und ja, nächstes Mal müssen wir es besser machen. Von hier rufen deine Fans, die sind natürlich nicht stumm zu kriegen, so soll es sein. Jetzt müsst ihr im nächsten Match auswärts antreten mit dem Rücken zur Wand. Was erwartet euch da? Ja, es ist ein schöner Druck. Ich meine, wir sind im Finale, es ist ein ausverkauftes Haus in Bern. Wir müssen schauen, dass wir wieder eine gute Leistung bringen können, dass wir diszipliniert spielen und gleich viel investieren wie heute. Und dann irgendwann klappt und irgendwann kommt der Böck für uns. Aber wichtig ist auch, dass wir Disziplin behalten und nicht irgendetwas erzwingen wollen. Weil wir müssen genau gleich weiterspielen. Das Gefühl, wir haben sehr viel richtig gemacht heute. Merci vielmals, gute Erholung. Danke. Ein Stichwort möchte ich unbedingt aufgreifen. Er sagt, es ist ein schöner Druck, den man hat. Ich weiss nicht, ob das jetzt auch schön geredet ist vom Lino Marcini. Weil 1-3 in dieser Serie, Simon, du hast auch eingangs von dieser Sendung gesagt, wenn es heute einen Berner Sieg gibt, dann ist die Meisterschaft eigentlich schon entschieden. Haut ab vor einem Interview von Marcini. Also, was er sagt, er tut nicht so, ist nicht so kritisch mit dem Schiedsrichter wie ich bin, oder? Also, er macht das sehr professionell und auch die Einstellung zum nächsten Spiel. Oder, erst nach dem vierten Sieg ist es fertig, oder? Das ist ganz klar. Aber unter dem Strich muss ich schon sagen, ich glaube nicht, dass Bern jetzt noch 3-mal gegen Zug verliert. Also ich glaube, der nächste Meisterring kann man wieder bestellen zu Bern. Ja, aber ich glaube, die Einstellung, man sieht das im Interview, es ist nicht etwas vorgespielt oder schön geredet oder Sachen auswendig lernen, wie man so antwortet. Das ist eine ehrliche Antwort, aber man sieht, dass die Mannschaft positiv gestimmt ist. Das war auch schon mit Rafael Diaz nach dem zweiten Drittel. Man sieht, die glauben immer noch dran und sie sagen keine Ausreden. Sie sagen selber, dass sie im Prinzip Skifehler gemacht haben, zu wenig diszipliniert gespielt haben jetzt in den letzten zwei Matchen. Ja, die glauben fest dran und sind positiv gestimmt. Das ist eigentlich das A und O, wenn man noch mal zurückkommt. Man muss auch sehen, er ist einer von denen, der produziert, der ein bisschen läuft. Oder? Es gibt dann auch noch drei andere Linien, die wahrscheinlich, wenn die jetzt zum Interview hätten müssen kommen, hätten vielleicht ein bisschen weniger gelacht, behauptet jetzt einmal. Oder? Also ich glaube, die wissen schon, was geschält hat dort. Das nach dem 1-3, da kommt das letzte Goal von dem Spiel, wo der Gaëtan Haas ganz entscheidenden Einfluss hat. Weil der Böck fängt er ab, der nachher vor den Füßen landet von Mark Arcobello in der 58. zum Empty Netter. Ja, Man of the Match, mehr kannst du gar nicht sagen, oder? Sensationell, wie er dort in den Schuss hineinliegt, oder? Das zeigt, er hat nicht nur Offensivqualitäten, sondern der Coach stellt ihn in ganz wichtigen Situationen auch in Defensivzonen aufs Eis, genau wegen so Sachen, oder? Weil es tönt jetzt einfach so einfach, ja, block den Schuss, aber steh mal rein, wenn der andere abzieht, oder? Also ich bin ehrlich, ich bin nicht so gerne in die Schüsse reingestanden, wie sieht es bei dir aus? Du musst gar nicht von dir ablenken. Gerd, das ist eine Fangfrage. Du nicht antworten. Er hat aber gesagt, Man of the Match, den werden wir selbstverständlich auch noch hören nach dem Spiel. Gaëtan Haas, ganz herzliche Gratulation zu einem tollen Spiel für Sie persönlich, zu einem weiteren Sieg für Ihre Mannschaft. Was hat heute den Ausschlag gegeben für euch? Ja, wir haben wieder battle, also ganz Spiel gekämpft. Ich glaube, es ist vielleicht nicht unser bestes Spiel heute, aber am Schluss ist einfach der Sieg wichtig. Sie sagen, das ist nicht das beste Spiel. Was sind die kleinen Details, die Sie heute gestört haben? Ja, wir haben wieder eine dumme Strafe genommen. Und manchmal ist ein bisschen aufgehört zu spielen. Ein bisschen zu passiv gewesen. Und dann haben sie können drücken. Und dort sind sie gefährlich. Ja. Wenn wir noch über die Floskeln reden, dass der vierte Sieg immer der schwierigste ist, der zum Meistertitel. Ja, so ist es. Und aber jetzt müssen wir einfach nicht darüber denken, weitergehen und einfach nichts ändern. Einfach wieder kämpfen. Ja. Danke vielmals. Es stimmt, auf den haben wir noch gewartet, dass der vierte Sieg der schwierigste ist. Natürlich auch der, kommen 5 Stutz ins Kessel, die am Schluss von der Saison an euch hören sollen. Könnt ihr euch bewerben via Social Media mit einem Bewerbungsvideo. Mit eurer Teamkasse sollte das Ganze dort drin hineinfliessen. Also, er hat jetzt ein paar Sachen angesprochen, die heute nicht ganz so optimal gelaufen sind und gleich sind. Man hat jetzt das Gefühl, nach dem 0-1 in dieser Serie läuft das Ganze auf einen klaren Sieg raus vom SC Bern. Warum ist das so? Ja,
Es ist richtig, wir haben jetzt vorhin ein viel vom Pech von den Zogen geredet und von den vielen Schüssen, die sie hatten. Aber die ganz klaren Torchancen haben gleich gefällt. Und wenn der schon eine Chance ist, da war, das habe ich vorher gesagt, dann ist der Genoni da gewesen, hat einfach alles gehabt. Aber man muss natürlich auch sagen, Bern hat sehr clever gespielt und abgeklärt. Oder? Eben aus nur 19 Torschüssen nachher am Schluss 3 Goal machen, das muss man zuerst machen. Und es ist nach wie vor so, dass Bern nach dem ersten Sieg von Zug in Bern der Dritt gefunden hat. Die Leistungsträger kann man etwa 5, 6, 7, 8 Spieler aufzählen, die top auf einem Top-Niveau spielen. Und das macht einfach den Unterschied zu Zug aus. Und wir haben vor dem Spiel gesehen, heute, Zug muss jetzt den Weg finden, wieder aus dieser Schlinge rauszukommen, was sie im Verlauf der Saison wieder können haben. Heute haben sie es nicht können. Das sind schon mal Einschätzungen da aus unserer Runde von unseren Experten. Einer von unseren Experten war heute auch zu Gast in der Fan-WG, wo der Lars Nayer zu Besuch ist. Ja, das ist natürlich gefeiert worden nach dem Sieg vom SCB, nach dem dritten Siegerstand 3-1. Und da hat der Simon natürlich sehr gute Laune. Und wenn du ein bisschen an den Pedu denkst, der jetzt in Zug ist, was hast du so ein bisschen das Gefühl? Ja, ich denke nicht nur an Pedu, ich denke eigentlich an die ganzen Fans von Zug. Es tut mir leid für euch. Ja, am Samstag sollten wir eigentlich Meister machen. Gut, meint das der Marco Bührer auch? Ist ein klarer Vorteil jetzt beim SCB oder kommt Zug nochmal zurück? Also ich würde auch sagen, die Vorteile sind ganz klar auf Seite Bern, aber ich glaube, so einen starken Zug darf man nie abschreiben. Und auch speziell sind sie auswärts relativ stark. Ja. Wie hat es dir da gefallen unterwegs? Sehr gut. Es war ein lässiger Abend. Mal ganz anders im Match zu schauen wie im Studio. Und ich würde dir sehr herzlich danken. Ich habe dir noch ein Liebli mitgenommen von früher. So ein Meisterliebli aus dem 16. Voll unterschrieben, genau. Und herzlichen Dank. Merci vielmals, Marco. Bitteschön. Hey, cool. Ja, dann haben wir noch eine kleine Überraschung. Und zwar haben wir... Wir haben noch 4 Billets von MySports gesponsert, dass du am Samstag live kannst ins Stadion. Oh, cool. Merci euch von MySports. Es war wirklich cool. Super Anlass. Und in dem Fall gehen wir gerade den Meister feiern, hoffe ich jetzt mal. Oder? Ja, aber Simon, tust du mir noch gefallen. Tust bitte den Pedro ein bisschen trösten, wenn er heimkommt. Ja, ich tue ihn trösten, aber Mikko kommt nicht aus Zugfan, sorry. Gut. Eine klare Ansage. Wir werden es sehen, wie es auskommt. Zurück zu euch. Wir danken vielmals, dass wir zu Besuch sein in dieser fantastischen Fan-WG. Und eben, es tönt schon danach, als hätte der Berner Fan alles darauf eingestellt, dass am Samstag dann gefeiert werden kann. Wie tönt eure Einschätzung? Die von Simon haben wir schon gehört. Ja, ich bin überzeugt, dass Bern den Sack für Zürich machen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich keiner mit 4 Stürmern agieren, unter anderem Kalle Andersson hinten eine solide Arbeit machen, die ist Bern eigentlich Favorit, obwohl dass man zugänglich jedes Mal eine Chance hängen. Aber wir haben anfangs von der Sendung geredet über die Erfahrung, Meister zu werden, wie man Meister wird. Auch durch solche Phasen durchgehen, wo du nicht unbedingt dominierst, clever bleibst, nichts lassen, anbrennen und ab und zu einfach spielen und weiterfahren. Ich habe das Gefühl, dass Bern also jetzt nicht 3-mal hintereinander gegen Zug verlieren wird, aber ich habe trotz allem das Gefühl, sie müssen noch das Brick reinlegen. Weil also heute Zug ist die bessere Mannschaft, über 60 Minuten gesehen, müssen wir gar nicht diskutieren. Im Normalfall gönnt Zug wahrscheinlich den Match, behaupte ich, oder? Und ja, also ich sage jetzt, wenn es noch 3 Matches so spielen wie heute, also dann bin ich nicht sicher, ob sie es wirklich dann heimbringen. Also die müssen schon noch das Brick reinrühren. Das ist doch mal eine Ansage für den Samstagabend. Ab der 20:08 sind wir für euch da mit der Vorberichterstattung vom Spiel, das dann ansteht zwischen Bern und Zug. Das ist das Finalspiel Nummer 5. Das also am Samstag am Abend. Vorher, am Samstagnachmittag, haben wir noch etwas anderes für euch. Bärenstark, das Überraschungsteam der Rückrunde. Werder kennt nur eine Richtung. Europa. Die Bayern haben nur ein Ziel. Die 7. Meisterschaft im 7. Jahr. Hier geht's um alles. Wer will es mehr? Bayern oder Bremen? Dein 30. Spieltag live auf Sky. Bekommen wir bei uns mit dem MySports Pro-Paket und übrigens das Einzelspiel zwischen den Bayern und Werder Bremen ab der 15.20. 20 ab 3 gibt es bei uns sogar auf MySports One. Das am Samstagnachmittag. Wir sind dann am Samstagabend wieder für euch da. Vielen Dank an Simon Schenk, an Sven Helfenstein und Gerd Zennhäuser. Schön, dass ihr mit dabei gewesen. Guten Start in das Osterwochenende und bis am Samstag. Ade miteinander.